The brand where luxury is defined by its artistic impression and skilled craftsmanship. Paired with premium quality and exclusive quantities. Cashmere leather, softer than you've ever felt. From leather bags with a cashmere feeling, super luxurious jewels, signature clothing pieces, and lifestyle accessories. Dare to be unique. 18th of April, 2022. So, weißt du, so elektrische. Ja, das ist so ein bisschen so. Okay. Oh, nicht so meins, ehrlich gesagt. Nee, magst du nicht? Nee. Echt? Nee. Okay, Maul. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute bin ich mal wieder hier mit Victoria. Ja? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Endlich. Wird mal Zeit. Ihr könnt euch natürlich freuen, denn wir hatten mal wieder ein Gewinnspiel am Laufen. Hier werden aktuell die Gewinner eingeblendet, die jetzt beim letzten Mal gewonnen haben. Genau. Und auch für dieses Mal werden wir eventuell ein Gewinnspiel machen. Dafür müsst ihr aber bis zum Ende dran bleiben. Vielleicht machen wir es auch nicht. Ne? Es kommt ein bisschen auf die Laune der Victoria an. Kann gut sein, kann schlecht sein. Doch nicht. Du entscheidest doch immer. Ah, okay. Wie ist deine Laune denn heute? Meine Laune ist, sag ich mal, akzeptabel. Oh. Ja. Also ist jetzt nicht überdurchschnittlich, aber ich würde sagen, ist okay. Aber natürlich, aber wenn ich mit dir Videos drehe, ist das immer super. Cool. Aber jetzt kommen wir mal zum Videothema. Und zwar, was besprechen wir heute? Der Winter ist vorbei, es geht wieder rüber in den Frühling. Und wir haben ein paar Düfte rausgesucht, Neuerscheinungen sowie Sachen, die wir vielleicht auch schon lange nicht mehr gecovert haben. Es gibt einen neuen Duft von Xerchow, der perfekt da reinpasst. Und wir werden heute über so Frühlingsdüfte, Übergangsdüfte sprechen. Die Schwere des Winters ist quasi aufgelöst. Das hat heute auch der Herbert. Hat der Herbert heute auch in einem Video selber verpackt. Classic Parfums könnt ihr gerne mal auf Instagram abchecken. Da ist nämlich der Meister himself. Und ja, wir würden heute einfach mal über solche Sachen sprechen. Das war gar nicht deine Kreation, oder was? Doch, also Poesie oder was? Doch, das war meine Entscheidung. Ich hab das Entscheidung, das zu übernehmen. Das, du hast selber entschieden, das, den Satz quasi zu übernehmen vom Herbert. Großartig. Also, ich habe ihn gerade schon hinter der Kamera gelobt. Herbert und ich sind ein Team. Wie romantisch bist du denn heute drauf? So volle poetisch. Herbert hat das auf Instagram gemacht, außerdem andere Düfte. Ja? Von daher. Okay. Also der nicht, der war gleich. Aber wir sind heute richtig kreativ. Na egal, komm. Okay, fangen wir mal an. Wir fangen wir einfach mal an mit dem Duft, den Herbert auch auf dem Tisch. Passt heute aber auch so richtig alles schön an. Oder? Hm? Na? Wahnsinn. Na, hast du einfach dir heute die Düfte ausgesucht? Hier haben wir einen Lieblingsduft von dem Duftbunker unter anderem. Und zwar ist das. Das muss schon mal was heißen. Marzocco. Hier haben wir einen Roberto Ugolini. Ist wirklich nicht nur Minzenduft. Von Duftbunker, sondern von vielen. Von vielen, ja. Ja, Marzocco, unter anderem natürlich von meinem. Wo? Ist auch da, also, sag mal, wie er riecht, Victor. Sag mal, wie er riecht. So lecker. Ja, so lecker riecht der. Minze? Minze. Aber was Salziges. Nee, also, nee. Riecht aber so. Es muss ja nicht heißen, dass die Noten. Ja, also das widerspiegeln. Eigentlich schon. Also die schon Duftbeschreibung spiegelt eigentlich schon den Duft wider. Das ist so. Also. Erzähl mal. Also wir haben hier drin Mandarine, Limette, Zitrone, Orangenblüte, Jasmin, Vanille, Patchouli, Zedernholz ja, und also ein bisschen Vanille kommt so jetzt erst ein bisschen raus. Minze riecht man auch, aber alle anderen Früchte tatsächlich nicht. Also ja, ich rieche so eine grüne Limette und so rieche ich da schon raus. Ne? Wann würdest du diesen Duft denn tragen? Fragen wir mal andersrum. Jetzt sitzt jemand Winter zu Hause. Wenn vorbei ist ja? Und Frühling kommt. Okay. Also es ist jetzt kein richtig frische Sommerduft. Nein. Es ist wirklich gut für den Übergang. Es ist kein Winter, aber immer noch. Habe ich mal wieder das Ding hier gerockt. Ne? Habe ich mir was beigedacht. Einfach Punktlandung. Ne? Man sieht auch, ne, ich benutze den eigentlich relativ häufig. Also ist wirklich ein Duft, den ich sehr schätze. Und gerade Lila ist auch eine super Farbe. Ne? Von daher. Unsere erste Empfehlung kostet 100 Milliliter, kostet 194 Euro. Ja, und kam, glaube ich, vor letztes Jahr oder davor das Jahr raus. Mhm. Ein sehr, sehr schöner Duft. Machen wir weiter mit einer anderen Preisklasse, den ich schon kenne, seitdem ich, glaube ich, 23 Jahre alt bin. Dieser Duft hier kostet 80 Euro. Mhm. Gerade leider ausverkauft, aber kommen bald wieder. Hör auf. Ja, kommen bald wieder. Ja, das Video ist ja auch nicht gleich online. Ach, wenn es aber da ist, wird es wieder verfügbar. Aqua di Genova ist ausverkauft. Mhm.
Ja, zu Recht. Ja, zu Recht. Zu Recht. Und zwar Acqua di Genova. Die Story hinter diesem Duft ist, der ist unverändert seit 1853. Seit diesem Datum gibt es diese Formel. Also natürlich wurde an der Formel selber, aber an dem Duft sagt man nichts geändert. Welcher Duft? Klassischer Duft? Dieser Duft, der Herbert ist andere. Also ich finde, dieser Duft hält unglaublich lange. Es ist frisch, zitrisch. Also das ist so wie von Opel damals, diese oder Cologne, ne? nach dem Rasieren, ne? So kann ich mich noch daran erinnern, so dieses Seifige, so, ne, Opa hat irgendwas immer so sich da so eingerieben ins Gesicht. Okay. Immer so gemacht, als sich extrem gebrannt hat. Also sagst du jetzt, das ist ein Opa-Duft, oder? Es ist kein Opa-Duft, aber es ist ein männlicher Duft. Und es ist jetzt, also ich würde es jetzt nicht so wirklich Jugendlichen empfehlen. Also für den Sommer, ich sag mal so, wenn es draußen warm ist, ist das einfach, guck mal, wenn aber ihr... Aber sehr kühlend, wenn stimmt. Wenn also ihr, der Duft sehr kühlend. Wenn ihr Neroli Extreme mögt von Gritti, okay, oder ihr mögt Neroli-lastige Düfte, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Duft. 75 Euro kostet er nur. Wir haben hier drin Orange, Neroli, Lavendel, Rosmarin, Jasmin, Rose, Patchouli, Sandelholz, Amber und Moschus. Also ich sag euch, wie es ist. Ich habe ihn schon sehr, sehr lange im Bestand. Im Sommer eine kühlende Wirkung. Und es ist immer so, man ist einfach clean, fresh für den Tag. Und es hält ewig. Colonia Spray, also Eau de Toilette, glaube ich, von der Konzentration. Aber ich sage euch eine Sache, dieser Duft hält ewig. Ich sag so, wie es ist. 75 Euro. Wenn sehr, du sehr das sagst, dann ist das so, wie es ist. Ja, genau. 75 Euro, sehr, sehr gut investiert. Machen wir weiter mit, ja, okay. Auch ähnliche Preisklasse, 60 Euro. 2334. 3-4. Und zwar ist es ein Duft von Acqua Alpes, haben wir sehr, sehr lange nicht mehr irgendwie präsentiert. Wir haben hier zwei verschiedene Größen. 50 Milliliter für 80 Euro oder 100 Milliliter für 80 Euro oder 50 Milliliter für 60 Euro. Ja, das ist ein etwas günstigerer Duft. Acqua Alpes hat eine breite Linie. Das ist aus Österreich, ne? Genau, das wird quasi mit Quellwasser hergestellt und die haben die Parfums auf unterschiedliche Berge benannt, also die Höhe der Berge, so ist auch der Duft aber dann benannt. Aber die riechen für alle auch sehr natürlich, ne? So, die haben auch immer so verschiedene Komponenten in der ganzen Linie, so diese Natur, Berge, Rose, Patchouli, was auch immer da so, ne? Dazu gehört, Moschus. Das Geheimnis von Acqua Alpes ist das reine, kristallklare Wasser, was sich im tiefen Herzen der Tiroler Alpen verbirgt, ja? Und hier haben wir dann unterschiedlichen Berge. Jetzt auf den Duft speziell haben wir wieder Lavendel, Orange, Bergamotte, Jasmin, Salbei, Zedernholz, Vanille und Amber. Ja, toll, aber sehr schöner Duft. Sehr schöner Duft, muss ich sagen. Ja, es hat auch so eine etwas saubere Note. Wir haben jetzt, obwohl Vanille drin ist, nichts Pudriges drin. Also es ist sehr, sehr clean. Ist auch, muss man sagen, ein bisschen fürs jüngere Publikum. Ja. Wenn jetzt jemand, sag ich mal, also 30 Jahre alt ist, da ist schon die Grenze. Also braucht er den Duft jetzt nicht. Das ist einfach ein sehr, sehr schöner, sauberer, eleganter Duft für 60 Euro. Kann man mal abchecken. Und jetzt widmen wir uns einem meiner eigentlich Lieblingsmarken jetzt in diesem Bereich. Also etwas, die von der DNA her mehr designerlastig, nicht oudlastig. Und hier haben wir 1.3. Das sieht man durch diesen Kreis. Hier haben wir auch verschiedene Größen, ne? Genau, von 15 Milliliter bis 120. Es gibt 15, 60, 120 Milliliter. Genau, haben wir auch schon immer öfter mal darüber erzählt, ne, dass man gerade diese 15 Milliliter sehr gut zum Probieren kaufen auch zum kann, Reisen auch und zum so. Reisen, einfach in eine Tasche ins Auto legen und ja, entsprechend, es gibt auch eine große, große Linie von denen, es gibt von 1 bis, keine Ahnung, 1,6 oder so mittlerweile, ne? Kann man die halt alle nicht so schnell testen, aber mit 15 Milliliter schon. Hier haben wir jetzt drin Blutorange, Rose, Safran, Patchouli und Leder und das ist jetzt genau der Mix, den ich meine, wenn man das aufsprüht, hat man auch wieder diese halt, ja, diese pure Frische der Grapefruit und dann hinten raus wird es halt ein bisschen lederartiger. Ne? Du sagst gerade, es ist eher so Designrichtung. Welche würdest du jetzt vergleichen? Also zu welchem Designerduft würdest du jetzt? Da ich keine Designerdüfte habe, kann ich da jetzt nichts zu sagen. Aber leider. Du sagst das Design, also woher weißt du? Ja, das weil ich habe mit dem Herbert darüber gesprochen. Ah, ja. Da hat er mir das gesagt. Oh Marc, du bist heute richtig kreativ immer. Ja. Du gibst heute also wirklich einen nach dem anderen. Was der Herbert auch gesagt hat, ist, das ist so, sind so elektrische Düfte. Oh, das Wort hättest du aber noch benutzen können. Ja. Ja, ja. Elektrische, okay. So, weißt du, so elektrische. Ja, das ist so ein bisschen so... Okay. Nicht so meins, ehrlich gesagt. Nee, magst du nicht? Nee. Echt? Nee. Bei euch. Ja, machen wir weiter. Ja, mit genau. Wir machen hier gar nichts mehr weiter. Machen wir weiter mit dem nächsten Duft, der perfekt zu mir passt. Ja, hier von Quinto Canto. Die Geschichte, oder wir hatten da mal ein separates Video drüber geredet, über die gesamte Linie. Und hier haben wir halt die Form einer
die Flasche soll an eine Frau erinnern. Und hier haben wir dann den Ritter, ja, das also der Helm quasi aus Metall und hier vorne auch der Schild. So hatte mir das damals. Name mit einem Helm? Beides zusammen. Oder? Das ist die Heirat zwischen diesen beiden Dingern. Ah, also, ne? Okay, diese beiden Dingen. Isota! Die zwei Dingen hier. Isota haben wir heute hier. Isota. Mhm. Muss ich sagen, das ist ein guter Duft. Bei Quinto Canto ist es so, man schaut da gar nicht durch. Oh, weißt du, wie das riecht? Wie hier riecht das? Oh, wow. Warte. 2 hours later. Oh, kommt mir. Warte, komm gleich. Das hat so was eine. Was passiert hier? Das hat so eine ganz bestimmte Note. Das erinnert sofort jemanden an. Hä, was ich meinst du? Nein, es riecht einfach nach irgendeiner Blume oder nach irgendwas. Ah, oder ja. Was? Salbei. Salbei. Ja, was? Ja, ja, ja. Diese Salbei-Bonbons. Das was, genau. Sie sagt einfach genau. Ohne, du meinst was anderes, oder? Lavendel, kann sein, dass Lavendel dabei ist? Wir lesen mal. Und zwar, wir haben hier Zitrone, Grapefruit auch wieder, ne? Diese Sommer. Okay. Alter, wie ich dir das zusammengepickt habe. Ich schwöre, die habe ich selber zusammengesucht. Nur das eine war vom Herbert. Zitrone, Grapefruit, dann japanische Krauseminze und Eukalyptus. Ach, Eukalyptus, siehst du? Okay. Also geht so auf jeden Fall. Bulgarische Rose, afrikanische Geranie, Jasmin, absolut. Dann tonkanisches Leder. Zedernholz, Vanilleschote und Tonkabohne. Normalerweise, ich mag Tonkabohne mag ich überhaupt nicht, aber... Weißt du, jetzt kommt's. Hör auf. Eigentlich ist das Lavendel-Ding, diese Pillows, was man... Aber hast du ja gehört, ist nicht hier drin. In Klamotten reintut, damit diese ganze Fliege im Sommer da nicht ankommen. Fliegen? Ja, so diese... Oder Motten. Ah, okay. Genau. Ja, Fliegen die auch. Etwas anderen Fliegen. Die anderen Fliegen, ne? Aber im Positiven. Es ist einfach wirklich so diese frische Okay. und schöne... Kein Mottenvernichter. Ja, aber die riechen alle sehr lecker. Als erst Opa-Parfum und jetzt Mottenvernichter. Hier haben wir auf jeden Fall einen Duft, der am Anfang auch wieder diese frischen Noten hat und hinten raus wirklich sehr, sehr voluminös ist. Und ja, schwer. Auch für den Abend würde ich sagen, gerade jetzt ein sehr, sehr, sehr toller Duft. Stell dir vor, du packst es aus und... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, da würde ich... Ich würde mich sehr freuen, wenn ich das als Geschenk bekommen würde, ja. Also musst du mir jetzt nicht schenken, weil ich es schon habe, ne? Und jetzt als allerletzten kommen wir zu der Neuvorstellung. Serchow hat einen neuen Duft rausgehauen. Sehr gelungener Duft. Ja, sehr gelungener Duft. Hast du schon probiert, oder? Ja. Du hast ihn schon probiert? Ja, klar. Hast du ihn schon probiert? Okay. Ja. Torino 21. Der war auch sofort ausverkauft. Ich bin froh, dass wieder da ist. Also, nice. Better be quick, sagen wir da mal. Hoppala, hoppala. Hey, langsam. Hey. Oh mein Gott. Also von Xerdorf unter anderem einen von richtig guten Duft. Boah, also wirklich gelungen. Boah. So, frisch und raffiniert kombiniert ist der neueste Duft die grünen aromatischen Vorteile von Minze, Basilikum, Thymian und Rosmarin. Frischen Aspekte der Zitrone kommen zusammen mit Eisenkraut. Also wir haben Minze, Zitrone, Thymian am Anfang. Ist der ideale Sommerduft. Ideal. Und danach Jasmin, Rosmarin und Lavendel auch schon wieder. Und dann Moschus und Eisenkraut. Das ist ein bisschen wie grüner Apfel. So aber nicht so Amabilie. Also ich finde wirklich, das ist ein sehr gelungener Duft, wenn ihr einen super Duft für den Sommer auch sucht. Gibt es nur in 50 Milliliter, kostet 180 Euro. Ja. Ist nicht wenig. Ist nicht wenig. Aber 50 Milliliter wirklich gelungen. Hält auch lange und also das ist so ein Hingucker-Duft. Hingucker. Okay. Hingucker, wenn jemand das drauf wenn hat das trägt, und jeder dann guckt dann wow, so hin. Ja. Jeder guckt, muss immer so, wer ist das? So. Ja, von daher kommentiert gerne im Video euren Lieblingsduft, das was ihr vielleicht gewinnt. Slowly. Machen wir es nicht. Doch, machen wir. Machen wir? Ja, ich bin gut drauf. Deswegen bist du auch verwirrt. Langsam hier. Kommentiert gerne euren Lieblingsduft, den ihr gerne gewinnen wollt. Und wir werden dann wieder drei Düfte verlosen aus den Kommentaren. Von daher sehen wir uns beim nächsten Mal. Viktoria, vielen Dank für deine professionelle Meinung, die wir hier haben. Alle Düfte sind in der Beschreibung verlinkt. Und ja, wenn ihr ein tolles Paket von uns bekommen wollt, verschicken wir noch was bei Parfum mit dazu? Ja, immer so kleine Goodies. Keine Goodies, ja, sind mit dabei. Von daher schaut gerne dabei vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.